Danke für diesen guten Morgen. Danke für alles, was du schenkst. Danke für deine große Liebe und dass du heute auch an mich denkst. Danke für meine lieben Kinder. Danke für diese super Frau. Danke für deinen reichen Segen, auf dem ich immer wieder baue. Danke für diesen blauen Himmel. Danke, dass heute die Sonne scheint. Danke dafür, dass du so groß bist und dass du's gut heute mit mir meinst. Danke für viele, viele Christen, die für mich beten, geht's mir schlecht. Danke für meine lieben Freunde, die ich nicht mehr missen möchte. Lieber Gott, ich danke dir, denn im Danken, da liegt Segen. Egal was kommt, du bist bei mir. Lieber Gott, hab Dank dafür. Danke für diesen starken Kaffee, den ich nach dem Aufstehen brauch. Danke für so manche Schokolade, doch ohne Schokolade gibt's Feierabend. Danke für meine lieben Eltern, die ich noch habe, welch ein Glück. Danke für viele gute Gaben und Herr, hab Dank für die Musik. Lieber Gott, ich danke dir, denn im Danken, da liegt Segen. Egal was kommt, du bist bei mir. Lieber Gott, hab Dank dafür. Lieber Gott, ich danke dir. Du lässt mich nicht stehen im Regen. Deine Engel sind bei mir. Lieber Gott, ich danke dir. Deine Engel sind bei mir. Lieber Gott, hab Dank dafür. Danke, Rups. Bitte. Und herzlichen Dank, dass ihr alle hier hergekommen seid heute am Sonntagmorgen. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Und Thomas, wollen wir gemeinsam mit dem Gebet anfangen? Machst du einfach mit. Vater, ich danke dir, ja, dass du uns nicht im Regen stehen lässt oder sitzen lässt, dass wir hier im Trockenen sitzen dürfen. Danke, Herr, dass wir so ein wunderbares Wochenende hatten, dass die Jugend sich am Freitag nicht von dem Regen ausbremsen ließ, dass sie hier getanzt haben im Regen. Danke, dass wir gestern ein volles Haus hatten bei Sonnenschein mit über 1000 Besuchern. Ja, wir hatten 1350 Leute bisher und ich denke, es werden noch mehr werden. Es ist einfach, wir sind überwältigt, Herr. Wir sind überwältigt, wie gut du es mit uns meinst und wir danken dir. Ja, lieber Vater, und jetzt bitten wir dich, dass du einfach unsere Herzen öffnest, dass du ja, uns einfach berührst mit deinem Heiligen Geist, dass du für jeden was hast, was er dann mit nach Hause nehmen kann. Und wenn dann zum Kreuz aufgerufen wird, dass sich auch der eine oder andere rufen lässt, sein Leben neu zu beginnen, sein Leben neu zu starten mit Gott, mit Jesus, mit unserem großen Schöpfer. Amen. Ja, ja,
gieße Ströme des lebendigen Wassers heute wieder aus über Scheibenberg, über uns. Amen. Thank you.
Vielen Dank unserem wunderbaren Projektchor. Ihr habt das so gut gemacht, dass wir euch unbedingt dann nochmal hören wollen. Lasset die Kindlein zu mir kommen. So sprach unser Herr Jesus Christus. Und wir wollen ihm gleich tun und laden jetzt ganz herzlich zum Kindergottesdienst ein. Die Kinder können alle hier nach vorn kommen, treffen sich hier, gehen dann gemeinsam zum Kindergottesdienst. Genau, kommt zu unserer Kindergottesdienst-Tante, die hat die Gitarre schon mit. Und wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Vater, ich bitte dich, dass du die Kinder jetzt segnest, dass du ihre Herzen öffnest, dass sie deine Botschaft empfangen. Weil du hast gesagt, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, und ja, eigentlich können wir von den Kindern lernen. Ich segne sie jetzt und ich segne ihre gemeinsame Zeit im Jesu Namen. Amen. Da kommt der junge Mann zum Pfarrer mit dem Wunsch: Herr Pfarrer, ich möchte ewig leben. Was kann ich denn tun? Der Pfarrer sagt kurzerhand: Heirate einfach. Der Mann sagt ganz erstaunt: Was, und dann lebe ich ewig? Nee, aber der Wunsch verschwindet. Kann passieren, muss nicht. Ich wollte euch einfach jetzt mal zum Lachen bringen, weil wisst ihr was? Mit dem Lachen habt ihr jetzt über 300 Gesichtsmuskeln trainiert. Es hat Hormone, Glückshormone freigesetzt. Also ihr habt jetzt wirklich richtig Höchstleistungssport vollbracht. Und ich empfehle euch einfach, nehmt es in die Woche mit, treibt jeden Tag die Woche mal diesen Sport. Es sieht gut aus, es kostet nichts und es verbindet. Schön, dass wir Jürgen Werth jetzt mit einem Lächeln begrüßen dürfen. Ja. Jürgen Werth hatte ja erst Geburtstag gehabt, im Juni 63. Darf man das beim Mann verraten? Ja, sicher, ne? Doch. Im Juni 63 geboren. Jürgen, das hier ist für dich nichts Neues, Großfamilie. Du bist in einer Großfamilie aufgewachsen, das achte von 9 Kindern. Ich stelle mir es wunderbar vor. Wir haben 5 Kinder und ich hätte gerne auch noch mehr gehabt. Also es ist was Schönes, Großfamilie. Ist es nur schön oder hat es auch seine Ecken und Kanten? Ja, das ist wirklich die Frage, aus welcher Großfamilie man kommt. Wir waren sowas wie sozialer Brennpunkt. Okay. Du hast dann auch Tiefs im Leben durchgemacht. Ich habe das gestern schon angesprochen. Aber ich glaube, es sind auch diese Tiefs im Leben, die uns näher zu Jesus bringen. Dort, wo wir selber nichts mehr an den Händen haben und wo wir schreien: Herr, fülle meine Hände. Ich habe das selber erfahren. Wirklich unter Tränen, und wenn man schreit, dass man dann Wunder erlebt. Und ich denke, du nimmst uns heute mit auf diese Reise, was du erlebt hast, was dich geprägt hat, wie du zu Gott kamst und ja, und dass du den einen oder anderen einlädst, den Weg auch zu finden. Ja. Ich danke dir, Jürgen. Wir sind gespannt auf deine Predigt. Ja, ich auch. Weil es manchmal offensichtlich bei den Absprachen auch im Reich Gottes etwas hapert oder wie auch immer, denn ich werde heute nicht über mein Leben reden. Das habe ich schon so oft gemacht und so sage ich nachher noch in der eigentlichen Predigt was dazu. Wer mich näher kennenlernen will, kann entweder auf meine Webseite gehen,
jwert.de oder Jürgen Wert Bautzen, dort findet ihr mich, meine Lebensgeschichte. Da hinten sitzt die beste aller Ehefrauen aus meiner Sicht. Am Tisch da hinten, da gibt es diese Hefte, das sind so Bibelarbeiten und Andachten. Und die erste Bibelarbeit in diesem Heft ist meine eigene Lebensgeschichte, die ich zu einer Bibelarbeit verarbeitet habe. Und wie gesagt, ich habe so im Beten vor Gott gefragt, um was soll es heute Morgen gehen? Und es war eben nicht, dass es um mich geht, um meine Lebensgeschichte, sondern es geht um ein ganz anderes Thema. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich hier sortiere. So. Wir sind ja im Superwahljahr und wir sind wieder aufgerufen, in diesem Jahr wählen zu gehen. Und das Thema heute für diese Predigt heißt tatsächlich, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und ich verspreche euch jetzt schon mal eins, es wird keine politische Predigt, wird keine Parteiveranstaltung heute Morgen. Wir lesen in Josua 24, 15, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dein Wort hineinsprichst in unser Herzen heute Morgen und dass du uns wieder und wieder und wieder herausforderst, Entscheidungen zu treffen, zu wählen. Und dass du uns einlädst, auch heute Morgen das Leben zu wählen. Amen. Denn das mit dem Wählen ist ja keine Erfindung der Neuzeit oder ist ja keine Erfindung der Demokratie. Mit dem Wählen in der Demokratie, das ist ja so etwas schwierig. Ja? Man hat schon eine Partei, die man wählt, aber man weiß am Ende, die dürfen nicht allein. Die müssen dann mit irgendwelchen Leuten Koalitionen abschließen und Kompromisse eingehen. Aber bei Gott ist das anders. Wenn wir Gott wählen, dann regiert er allein. Das steht übrigens schon ganz am Anfang der Bibel. Ja? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und damit ist schon mal ganz klar, wer der Boss ist. Okay? Das ist festgeschrieben. Und wir lesen im 5. Mose 30, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Ich habe euch das vorgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch, damit du das Leben erwählst. Wir sehen von Anfang an der Geschichte, dass Gott den Menschen geschaffen hat, selbst wählen zu können. Und jeder Mensch hat ein Recht auch auf persönliche Verelendung. Ganz einfach. Nämlich in dem, wie ich mich in meinem Leben entscheide. Und jeder Mensch hat das Recht für persönliche Segnung, indem er sich Gott zuwendet. Bei Gott gibt es nämlich keine theologischen Tarifverhandlungen. Leben oder Tod? Segen oder Fluch? Da gibt es keine Tarife. Da gibt es keine Punkte, die ich irgendwie noch zwischenschieben könnte. Da gibt es nichts auszuhandeln. Das ist wie mit der Noah und der Arche, ja, drin oder draußen. Es gibt eine klare Entscheidung für ein Leben mit Gott oder eben nicht. Und ihr kennt alle den Spruch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wir werden immer wieder mal vor Wahlen gestellt, vor Entscheidungen. Und es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die haben eine unterschiedliche Auswirkung oder mit der Folge der Entscheidung müssen wir unterschiedlich lang leben. Die erste Wahl ist so ein bisschen was Kurzfristiges, nämlich ihr entscheidet euch heute essen zu gehen. Also hier vorne, davon, das ist alles gut, ja, okay, ich rede jetzt mal von so einem, was weiß ich, China-Restaurant, irgendein ausländisches, oder ihr seid im Ausland im Restaurant. Der erste Schritt ist schon mal, ihr müsst auf der Speisekarte wählen. Eine Entscheidung treffen. Ihr könnt zwar den Kellner fragen, aber ihr müsst irgendwann entscheiden. Das ist der Punkt, ich entscheide mich für ein bestimmtes Gericht und eine halbe Stunde später, je nach Geschwindigkeit der Küche, erscheint das Essen. Jetzt musst du dich nämlich neu entscheiden, ob du das auch isst, was du da siehst.
Und es gibt ja die verrücktesten Sachen, ja. Meine Frau und ich waren mal zu einem Candlelight-Dinner mit Abendbrot. Oh, da habe ich schon ab Mittag gefastet. Abends nochmal so richtig, ne? Und dann war der Vortrag, der war über eine Stunde. Und dann kam das Abendbrot. So ein großer Teller. Wachtelbrüstchen, nicht Wachtelbrust. Wachtelbrüstchen an Petersilienkartoffeln. Meine Frau hatte sehr zu tun, mich, dass ich wieder runterkomme. Ja? Also ihr versteht, ne? Man hat dann so ein Ergebnis vor sich und denkt, wann gibt es was zu essen? So, eine halbe Stunde später hast du das Ergebnis deiner Entscheidung, wenn du gegessen hast. Nämlich, entweder du lehnst dich wohlig und satt zurück oder du versuchst, das auf diesem bestimmten Ort schnell wieder loszuwerden. Das ist so eine Entscheidung mit kurzfristiger Auswirkung. Die zweite Entscheidung, die wir treffen müssen, hat langfristige Konsequenzen. Also für unser Leben eigentlich. Und nein, es ist nicht dein Handyvertrag. Es ist auch nicht der Kauf des Autos. Es ist die Wahl des Ehepartners, ihr Lieben. Dieses Ergebnis, diese Wahl, der Witz eben da, ne? Also ich sage euch, ich will mit meiner Frau ewig leben. Ich weiß, dass es nicht in allen Ehen so ist, aber für uns ist das so, ist ein Geschenk. Die Wahl des Ehepartners sollte natürlich genau überlegt sein. Ich meine, normalerweise, ja, auch die, die gescheitert sind, ja, das ist einfach so. Normalerweise stehen wir vom Altar mit dem Wunsch ein Leben lang, okay? Wir starten mit Hoffnung. Wir starten damit, dass wir sagen, wir beide miteinander, wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen, wir wollen gemeinsam von Gott was erleben, wir wollen Kinder in die Welt setzen und irgendwas verändern, wie auch immer. Ja. Aber normalerweise starten wir mit Hoffnung und Zuversicht. Deswegen ist die Wahl eines Ehepartners mit der Entscheidung, lebst du ein ganzes Stück länger, nämlich im Normalfall eben doch ein Leben lang. Ein Ehepartner wird man nicht so schnell wieder los wie ein falsch bestelltes Handy, ja? Und übrigens, ihr Lieben, ich rede immer für die Männer, die Frauen fühlen sich natürlich auch angesprochen, ihr lieben Männer, es lohnt sich auch in der Ehe, die Wahlversprechen einzuhalten, okay? Wir wissen, dass es in der Politik nicht ganz hinhaut oder so, aber im Leben, ja, das Versprechen, ja, in guten wie in schlechten Zeiten zusammen zu sein, ja, ist eine gute Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, das wissen wir inzwischen auch aus eigener Erfahrung, die man immer wieder mal im Laufe der Jahre neu stellt. Sich neu stellt und neu für sich trifft diese Entscheidung. Auch in guten wie in schweren Zeiten. Ich stehe zu dem Bund, den ich mit dir eingegangen bin. Die dritte Wahl und Entscheidung, logischerweise, dauert ewig, hat Ewigkeitscharakter. Es ist eben diese Entscheidung für ein Leben mit oder ohne Gott. Und das hat logischerweise einen ganz anderen Stellenwert, denn es ist eine Entscheidung tatsächlich für die Ewigkeit. Das ist immer die Frage, wie drückt man das aus, ja? Was da in der Ewigkeit auf uns zukommt. Getrennt sein von Gott oder die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel zu verbringen. Dieses Getrenntsein von Gott, ihr Lieben, das versucht etwas zu umschreiben, ja? Ich könnte natürlich auch ganz klar sagen, Himmel oder Hölle. Da gab es mal im Fernsehen irgendeine Sendung, habe ich da nebenbei mal gesehen, die Werbung, ja. So eine neue Show, Himmel oder Hölle. Und ich spüre, wie Gott zu mir redet in dem Augenblick und sagt, es ist not a game. Es ist not a game, es ist kein Spiel. Himmel oder Hölle, die Ewigkeit mit oder ohne Gott. Wie sollen wir uns das vorstellen? Ich weiß es nicht, aber ich kann euch vielleicht einen Einblick geben. Es sind einige unter euch, wie auch ich, wir sind im Leben richtig krachen gegangen. Ja? Unser Leben war auf der Straße gelandet, kaputt, von Süchten zerfressen, kein Ausweg. Übrigens, vor 40 Jahren war ich eben noch kein Christ. Das war die Zeit, wo ich zu Hause rausgeflogen bin, auf Parkbänken geschlafen habe. Keine Hoffnung auf irgendetwas, das Leben gescheitert. Und das nimmst du jetzt und packst du in die Ewigkeit. Wieder und wieder und wieder. Das meint Gott. Getrennt in der Ewigkeit bedeutet, diesen ganzen Mist, der dein Leben zerstört hat, der dich kaputt gemacht hat, diesen ganzen Mist wieder und wieder und wieder ohne Hoffnung auf Veränderung. Und die Einladung von Gott steht,
die Ewigkeit bei unserem Vater zu verbringen, der uns unendlich liebt, der so viel schon in diesem Leben für uns getan hat. Wir haben schon so viel mit Gott erlebt. Ich bin total gespannt auf das, was im Himmel kommt. Das geht dann eine Ewigkeit lang. Wenn schon das Wenige, was wir hier mit Gott erlebt haben, dazu bringt, dass wir uns total freuen und das anderen weitererzählen. Mensch, Leute, wie groß muss das in der Ewigkeit sein? Diese Entscheidung hat eben Ewigkeitscharakter. Deswegen auch heute wieder diese Einladung. Ja, ganz klar, triff eine Entscheidung für ein Leben mit Gott. Nimm sein Angebot an. Wir werden immer wieder herausgefordert, uns zu entscheiden, auch auf unsere Reaktion auf Ereignisse und in unserem Leben, auf Dinge, die uns passieren, die wir jetzt nicht so beeinflussen können. Ich meine, das sind noch die einfachsten Dinge, wenn man mit der heranwachsenden Bevölkerung im Haus unterwegs ist, den Teenagern, und die dann, ja, du kommst früh aus deinem stillen Zeitraum oder hast früh deine super stille Zeit mit dem Herrn gehabt und Bibel gelesen und bist gestärkt und machst die Tür auf, und im Vorbeigehen kommt dir so ein unausgeschlafener Teenager entgegen, ja. Da merkst du, die Heiligkeit geht schnell wieder flöten, und ja, man muss dann sich wieder neu entscheiden, auch die heranwachsende Bevölkerung zu segnen. Aber ich habe ein Zitat hier von Charles Swindoll. Es ist ja heute wichtig, dass man auch Quellen angibt. Es passieren uns Dinge in unserem Leben, da haben wir keine Wahl. Ungefähr 10% unseres Lebens sind Dinge, die uns passieren. Aber 90% unseres Lebens sind die Dinge unseres Lebens, die wir erleben, weil wir gewählt haben und nun mit dem Ergebnis unserer Wahl, unserer Entscheidung leben. 10% unseres Lebens haben wir keinen Einfluss. Das passiert uns, und es passiert uns als Christen genauso wie als Nichtchristen. Wir erleben genauso finanzielle Krisen, wir erleben genauso Krankheit, wir erleben unvorhergesehene Unfälle. Es passiert uns Christen genauso wie den Nichtchristen. Der einzige Unterschied ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Das ist der Unterschied. Das kann der Unterschied sein, wenn du dich mit Gott einlässt. Die Gegenwart Gottes in der Situation. Wenn wir beten, können zwei Dinge passieren. Entweder verändert Gott die Situation oder er gibt uns die Kraft, hindurchzugehen. Das macht den Unterschied aus. Aber wir sind eben gefragt, zu reagieren auf all diese Dinge, die uns eben auch passieren. Zu Gott, unserem Vater, können wir kommen. Mit all unserem Schmerz, mit all unserer Wut. Du, und wenn dir zum Klagen zumute ist, dann schreib doch einfach einen Klagepsalm. Stehen schon ein paar in der Bibel. Und wegen einem Klagepsalm mehr fällt Gott nicht aus dem Himmel. Was Gott will, ist die Ehrlichkeit unseres Herzens. Wir müssen keine Show machen. Wir müssen ihm nichts vormachen. Er will wenn dir zum Klagen zumute ist, wenn du Unverständnis hast mit Gott, dann schmeiß es ihm hin ehrlich. Gott, dein Vater, hält das aus. Er hält es aus. Wir dürfen ehrlich sein mit dem, was uns bewegt. Bring dein Unverständnis der Situation, die Herausforderung, in der du gerade steckst. Du kannst das alles gemeinsam zu Gott bringen. Und dann kommt ein wichtiger Punkt. In dem zu Gott bringen, warte doch auch mal auf Gottes Reden. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, das ist ja auch so eine Frage, ne, die ihr Gläubigen, ihr müsst ja euren Verstand abgeben, damit ihr da treu und brav alles glaubt. Ne? Aber Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Und das ist so wichtig. In einer Entscheidung, in einer finanziellen Not, in einer Ehekrise, in einem was weiß ich. Nicht gleich aus dem Bauch heraus zu reagieren, sondern mal mit Gott eine Runde spazieren zu gehen und zu fragen, was ist die Entscheidung? Wohin soll ich mich entscheiden? Was ist die Idee von Gott in dieser Situation? Wie komme ich da wieder raus? Es gibt diesen Unternehmer im Schwabenland, ich darf keine Werbung jetzt machen, hier groß. Der stellt T-Shirts her und ähnliches. Manchmal macht er Werbung mit einem Affen. Habe ich neulich einen Artikel von ihm gelesen. Und dann hat er gesagt in dem Artikel, wenn du ein großes Problem hast, bist du ein Versager. Und ich denke, der haut ja auf den Putz.
Und später sagt er, du hättest das Problem angehen sollen, als es noch klein war. Ja, ihr Lieben. Mensch, seid doch ehrlich zueinander. Seid ehrlich voreinander, seid ehrlich zu Gott. Wenn du merkst, da läuft was schief in deinem Leben persönlich, läuft was schief in deiner Ehe, in deiner Beziehung zu Gott, geh es gleich an. Lass es nicht wachsen. Lass das kleine Ding, was dich im Augenblick hindert, zu Gott zu kommen, so wie du bist, lass es nicht groß werden. Ich rede aus meinem eigenen Leben, Leute. Ich rede aus meinem eigenen Versagen. Ich hatte eine Beziehung zu einem Mädel, da war ich schon Christ, dann habe ich alle Poster abgenommen, habe das Kreuz von der Wand genommen und wir haben in wilder Ehe zusammengelebt. Ich war wie ferngesteuert. Und 3 Wochen vor der Hochzeit gab es einen großen Knall, ging das auseinander. Und ich bin Gott so dankbar, dass der Knall gekommen ist. Ich hätte das Problem schon viel früher angehen können. Ich habe versagt auf der ganzen Linie, aber vor euch steht ein Mann, der die Gnade Gottes erlebt hat und die Gnade von Geschwistern, die mich nicht verurteilt haben. Bevor du wählst, entscheidest, schalte deinen Verstand ein und bedenke die Konsequenzen. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. In meinem alten Leben habe ich aus Wut heraus im Jähzorn Kurzschlussentscheidungen getroffen. Und die eine war dann eben, dass ich meine Mutter geschlagen habe im Zorn. Ich bin in Wut und Hass zu Hause weg. Ich habe als 7-Jähriger mir geschworen, habe ich eine Wahl getroffen, nie wieder zu weinen. Ich habe so Beschläge gekriegt. Als 7-Jähriger habe ich einen Schwur getroffen, eine Wahl getroffen, nie wieder zu weinen. Und als ich zur Tür raus bin, meine Mutter hat meine Klamotten rausgeschmissen auf die Wiese und ich musste alles einsammeln, bei einem Kumpel unterstellen, habe auf Parkbänken geschlafen. Und wie ich raus bin, zur Tür, stand mein Stiefbruder da in der Tür und den habe ich gesagt, wenn ich dich bei der Disco treffe, ich breche dir alle Knochen. Offener Hass. Das war das Ergebnis des alten Jürgen Werth in seinen impulsiven Entscheidungen. Und dann lag ich auf meiner Parkbank und ich wusste nicht, wohin. Ich kannte Gott nicht, ich kannte Kirche nicht, ich kannte gar nichts. Heute kann ich wählen. Ich kann mich frei entscheiden. Ich kann Entscheidungen treffen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Gemeinsam mit meiner Frau. Wir können gemeinsam Entscheidungen treffen. Der Heilige Geist wird der Geist der Weisheit genannt. Das heißt, ich bin nicht mehr manipulierbar, ihr Lieben. Keine Verschwörung. Ich bin nicht manipulierbar. Weil mit dem, was zu mir kommt, an Informationen und Ähnlichem, wir gehen zu Gott. Vielleicht könnt ihr euch noch ganz kurz erinnern an die Jahrtausendwende, ja? Wie alle Computerpropheten sagten, die Computer werden abstürzen. Die Bankensysteme werden kollabieren. Ihr müsst euer ganzes Geld abheben. Kam ja auch zu uns nach Bautzen, in unser Hilfswerk, ja? Ihr müsst euer ganzes Geld abheben. Da haben wir gesagt, wisst ihr, wie viel Geld wir auf dem Konto haben? Das reicht maximal einen Monat. Ob wir das jetzt abheben oder später, das ist völlig wurscht wie Schnuppe. Wir müssen in der Krise auf Gott vertrauen. Weißt du, wenn du mit Gottes Geist unterwegs bist, bist du weniger manipulierbar und anfällig für irgendwelche kruden Theorien, ja? Auch und gerade in der Gemeinde Gottes. Das heißt, ich muss nicht mehr aus Angst und Befürchtungen und Ähnlichem irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern ich kann den Heiligen Geist bitten, dass er kommt. Und das wollen wir jetzt tun mit dem Projektchor. Danke. Eine kurze Pause in der Predigt. Wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er kommt. Dass er Ströme lebendiges Wassers ausgießt. Auf unser Land, in unsere Herzen. Dass wir dahin kommen, gute Entscheidungen zu treffen. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt.
Gefällt es euch, aber nicht dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Den alten Göttern dienen oder den Göttern dieses Landes. Die Israeliten hatten ja ein kleines visuelles Problem, genau, ja. Weil die anderen Völker ringsherum hatten alle Götter, die sie vorzeigen konnten. Das ist unser Gott und der sieht so aus und der sieht so aus und so. Und die Israeliten konnten kein Bild zeigen. Und das war ein Problem für sie. Wie soll man was beschreiben, woran man glaubt, wenn man es nicht zeigen kann? Und das genau sind die Götter dieses Landes und die Götter dieser Zeit. Ich will doch den anderen Leuten gerne mal zeigen, wozu ich in der Lage bin. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Tante. Ja, das sind so die Götter dieses Landes. Wir wollen gerne mal den anderen zeigen, an was wir so glauben, was wir so geschafft haben. Ne? Und das ist so eine Sache, die Götter dieses Landes. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir sind Diener. Jeder Mensch ist ein Diener und dient immer irgendetwas. Oder um es anders auszudrücken, wie Martin Luther es ausgedrückt hat, der Mensch ist ein Reittier. Er wird geritten. Entweder von Gott oder vom Teufel. Aber der Mensch darf entscheiden, wer ihn reitet. Eine Sache, die wir dienen können, ist zum Beispiel unserer Vergangenheit, indem wir sie immer wieder hervorholen, betrachten und uns bemitleiden. Ich hatte es so schwer in meinem Leben. Und ich habe dies und jenes erlebt. Und immer wieder benenne ich auch die Personen und mache sie eigentlich zu meinen Göttern. Ich kann mich noch genau erinnern an die Lehrerin in der ersten Klasse. Ich kann mich noch genau an diese und jene Person erinnern. Und bei jeder Gelegenheit hole ich es wieder hervor. Ja, ihr Lieben, unser Leben, unser altes Leben ohne Gott ist nicht optimal gelaufen. Und auch das Leben in den christlichen Familien ist nicht optimal gelaufen. Wir alle sind miteinander enttäuschte und verletzte Personen. Das ist unser Leben. Und ihr Lieben, auch als Christen, wir werden wieder enttäuscht und verletzt. Die Frage ist, welche Wahl triffst du, welche Entscheidung triffst du? Lässt du dich von diesen Dingen immer wieder neu gefangen nehmen und drehst seit Jahren deinen Anbetungskreis genau um dieses Problem? Oder bist du bereit, loszulassen, alle Anklage, die Schuld der anderen loszulassen? Es ist nicht alles optimal gelaufen, die Lehrer, die Schwiegereltern, wer auch immer die Eltern, wer auch immer uns verletzt hat, Freunde. Der naheste Freund, die naheste Freundin. Es ist nicht optimal gelaufen. Am Anfang meines Christseins, da wurde ich herumgereicht in verschiedenen Gemeinden und durfte meine Lebensgeschichte erzählen. Und ich habe mich schon so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Ach, ich stand so im Mittelpunkt und ach. Ja, ihr Lieben, aber irgendwann ist das mal zu Ende, wisst ihr? Da wirst du nicht mehr eingeladen und immer die gleiche Leier. Ja? Die Leute wollen das auch nicht mehr hören, ne? Und irgendwann habe ich mal für mich festgestellt, ich bin nichts Besonderes. Wie viel ich hatten viele andere auch keine optimale Kindheit. Ich vermute mal, 95% der Weltbevölkerung hat keine optimale Kindheit. Ja, selbst in den besten christlichen Elternhäusern sind Sachen gelaufen, wo man enttäuscht ist und verletzt und einander vergeben muss, vergeben darf. Es stimmt. Aber der Dienst an der Vergangenheit wird dich nicht vorwärts bringen. Der Dienst an der Vergangenheit, indem du all das immer wieder hochholst und anderen nachträgst, macht dein Leben nicht leichter. Indem ich die Schuld der anderen oder auch wo ich versagt habe und sage, das kann ich mir nie vergeben. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Das werde ich mir ein Leben lang nachtragen. Ihr Lieben, das Wort sagt es doch schon, oder? Indem du anderen Schuld nachträgst, indem du dir Schuld nachträgst, wird dein Leben nicht leichter. Heute Morgen die Einladung, hör auf damit. Und ich sage euch wieder aus meinem eigenen Erleben, es lohnt sich total.
die eigene Schuld und die andere Schuld, die Schuld der anderen, am Kreuz abzulegen und zu sagen, ab heute bin ich ein schuldbefreiter Mensch. Ihr kennt alle den Spruch, da muss man sich beschweren. Und genau das ist das Problem, oder? Ich habe zu Hause noch ein paar alte Gehwegplatten, die schenke ich dir. Und damit kannst du dich beschweren und dann joggen wir mal eine Runde. Ja, da muss ich mich beschweren. Das ist, warum sollten wir uns als Christen beschweren? Wir haben einen Ort, wo wir die Last loswerden. Diene nicht der alten Schuld, diene nicht den alten Verletzungen. Jesus hat am Kreuz vor 2000 Jahren Heilung erwirkt. Du kannst aufstehen und zum Kreuz gehen, du kannst zu den Mitarbeitern gehen zum Beten und kannst sagen, ich lasse das Alte hinter mir, ich treffe heute eine Wahl, ich treffe heute eine Entscheidung, das Alte loszulassen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das bedeutet, was die Bibel sagt, ich lasse alles hinter mir, was mein altes Leben ausgemacht hat, um Christus nachzufolgen. Und wisst ihr was? Das bedeutet Freiheit. Das bedeutet Freiheit absolut, die Schuld von anderen nicht mehr mit rumschleppen zu müssen. Heute Morgen steht hier die Einladung eben, frei zu werden von der eigenen Schuld und von der Schuld der anderen. Den Göttern dieses Landes zu dienen, was bedeutet es noch? Nun, auch das ist sehr einfach zu beantworten. Der Mensch klammert sich an dieses Leben, er klammert sich an seinen Besitz, an seine Jugend, an seine Schönheit, weil er sich eben darüber definiert und ja, glaubt jemand, wie auch immer, er muss an alles festhalten, was er sich angeschafft hat, weil es irgendwo seine Identität ist, sein Leben ist. Aber ich sage dir, wenn du deine Identität wechselst, weil du Kind Gottes wirst und wenn du von Gottes Liebe ausgefüllt wirst, dann bekommen all die Dinge, die Gott uns geschenkt hat zum Leben, den richtigen Platz. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist nicht, schmeiß alles weg heute Morgen und lebe hier oben in den Wäldern in Armut. Die Botschaft ist, stell Christus in die Mitte und all das, was Gott dir geschenkt hat, dein Haus, dein Boot und deine Tante, bekommen den richtigen Platz. Wir dürfen die Segnungen Gottes genießen. Gefährlich wird es, wenn wir die Segnungen Gottes, wenn sie sich verselbstständigen. Und wir die Segnungen anbeten, ja? Ihr Lieben, das ist Freiheit, das alles loszulassen. Erst wolltest du schön, reich und anerkannt sein, jetzt musst du schön, reich und anerkannt sein. Erst wolltest du Alkohol trinken, jetzt musst du. Erst wolltest du rauchen, jetzt musst du. Erst wolltest du Pornos schauen, jetzt musst du. Leute, das sind alles unsere Entscheidungen. Wir haben die Entscheidung getroffen. Erst wollte ich und dann muss ich. Und Gott hat uns aus diesem Teufelskreis befreit. Wir können mit diesen falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, die unser Leben eingeengt haben, ja, wo es nur noch einen Gedanke gibt, wo ist der nächste Alkohol, wo ist der nächste Schuss, wo ist was, was weiß ich, aus diesem Ausbrechen und wir können Freiheit erleben. Wenn du anfängst, den Göttern dieser Welt zu dienen, dann hast du Stress, weil die Götter ständig wechseln oder die alten Götter im neuen Gewand zurückkommen und dann neue Anforderungen stellen. Wisst ihr, schon im ersten Gebot steckt die totale Freiheit der Menschen, wird die totale Freiheit der Menschen proklamiert. Das erste Gebot kennt ihr alle, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So kennen wir es, wenn wir es als artige lutherische Christen in Konfirmandenunterricht gelernt haben oder so. Und das klingt für uns immer, ja, du sollst nicht, ne? Aber in der jüdischen Übersetzung steht Folgendes. Dort steht, ich bin der Herr, dein Gott, nicht wirst du haben andere Götter neben mir. Ich übersetze es nochmal ins Neudeutsche. Gott spricht, weil ich der Herr, dein Gott bin. Weil ich der Herr, dein Vater bin, der dich liebt, der dir alles geben will, was du zum Leben benötigst. Deswegen brauchst du gar keine anderen Götter. Das ist die Freiheit. Wenn Gott, für den Juden ist das unerklärlich, nämlich sagen wir, wenn Gott mein Gott ist, was soll ich mit anderen Göttern anfangen? Ja, wenn Gott dein Gott ist, der dich liebt, der alles für dich getan hat und wenn du merkst, dass es tatsächlich im Inneren ankommt, seine Liebe, seine Vergebung, dass du dein Leben Sinn hast, dass du eine Aussicht hast, Zukunft hast, eine Aufgabe, wenn das alles ankommt, dann merkst du, du brauchst all das andere nicht mehr. Du bist frei von den Göttern dieses Landes. Und du bist nicht manipulierbar. Es ist eine totale
Befreiung im Leben, einem einzigen Gott zu dienen, nämlich dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Gott, der dein Vater ist, der dein Vater sein will, der dich unendlich liebt und der alles aufgeboten hat, so rum, damit du wieder zu ihm Vater sorgen kannst. Und weißt du was? Vater hat so viel für dich bezahlt. Er kann und er will es sich nicht leisten, dass du auf der Strecke bleibst. Vater hat so viel für jeden von uns bezahlt. Er kann und er will es sich nicht leisten, dass einer von uns auf der Strecke bleibt. Gott steht an deiner Seite, auch wenn du gefallen bist, auch wenn du wieder eine falsche Entscheidung getroffen hast. Wenn ihr so manche von euch haben das ja durch oder stecken kurz davor, wenn man zu Kindern das Fahrradfahren beibringt, ja, der Vater setzt das Kind auf dem Fahrrad und dann geht das los und so, ja, und dann springt er hinterher, macht viel Guckchen, damit das Kind nicht umfällt. Wann ist der Vater dem Kind am nächsten? Wenn es gestürzt ist, ihr Lieben, dann hebt das nämlich auf. Nimmt es in den Arm und sagt, du Dummer, habe ich dir nicht gesagt, wie das geht? Ja, gerade wenn wir gestürzt sind, ihr Lieben, lasst uns barmherzig sein, auch miteinander in den Gemeinden. Gerade wenn wir gestürzt sind, ist uns der Vater am nächsten. Gott will nicht, dass der Mensch verloren geht. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er will dir nahe sein. Da war so ein guter, gut laufender jüdischer Landwirtschaftsbetrieb, ja, und der Laden lief so richtig gut. Und der Vater hat schon einiges auf die hohe Kante gelegt für seine beiden Jungs, dass sie mal den Laden übernehmen eines Tages, ne? Und wie das so manchmal ist mit der, ach ja, mit der Jugend, ich war ja auch mal jung, habe falsche Entscheidungen getroffen, also vergebt mir, ja. Wie das so ist mit der Jugend, manchmal denkt man, man kommt zu kurz zu Hause, ja. Man muss jetzt mal in die Welt und mal so alles ausprobieren, was die Welt einem so, ja, durch Werbung und was weiß ich oder so, ne, alles, ich muss jetzt mal in die Welt. Sagt der eine Sohn, stellt sich zum Vater hin, wird dort auch ein bisschen frech, also ich finde es so jedenfalls, ja, und sagt, ich will die Kohle jetzt schon haben. Und daran zeigt sich wieder, Gott akzeptiert deine Entscheidung und mag sie noch so dumm sein. So trifft der Sohn eine folgenschwere Entscheidung. Er verlässt die Firma, wird ausgezahlt und will so leben wie die anderen. Der Vater akzeptiert die Entscheidung, schweren Herzens. Er lässt den Sohn ziehen. Und nochmal, Gott akzeptiert dich. Er akzeptiert deine Entscheidungen, er akzeptiert uns, aber er sagt uns auch, dass wir mit dem Folgen unserer Wahl leben müssen. Der Vater, als der Sohn losgeht, hat der Vater nicht das Handy genommen und hat gesagt, in 2 Tagen kommt mein Sohn an der Kreuzung vorbei, stellt mal ein paar Prostituierte hin, bitte. Und wenn der dann so richtig abgefragt ist und kein Geld mehr hat und im Arbeitsamt erscheint, ich möchte, dass ihr den vermittelt zu einem Schweinehirten. Hat der Vater nicht gemacht. Selbstgewähltes Elend, habe ich vorhin gesagt. Dass der Sohn diesen sozialen Abstieg hinlegt, am Ende im Schweinestall landet und Schweinefraß essen will, ist die Folge seiner eigenen Entscheidung. Am Ende sitzt er im Schweinestall. Der Sohn eines reichen Hebräers, eines Hebräers, der den lebendigen Gott kennt, sitzt am Ende im Schweinestall und will Schweinefraß fressen. Und ich habe heute Morgen noch eine Botschaft für euch. Etwas anderes als Schweinefraß hat der Teufel nicht zu bieten. Etwas anderes als Schweinefraß hat der Teufel nicht anzubieten. Ich habe auch diesen Fraß gefressen und ich bin nie satt geworden. Und ihr Leute, wir werden nicht satt an dem. Ja, am Anfang macht es vielleicht ein bisschen Spaß, ja, und es kitzelt uns ein bisschen, aber am Ende sitzt du da und bist leer. Du wirst nicht satt an den Göttern dieser Welt. Sie werden dich am Nasenring in der Manege herumführen. Wir werden nicht satt an den Göttern dieser Welt. Ich war abhängig von Nikotin. Ich habe 2 Schachteln am Tag geraucht. Ich bin mit Kippen eingeschlafen. Da gab es so einen Spruch, rauche nie im Bett. Die Asche, die herunterfällt, könnte deine eigene sein. Und ich hatte 3-mal früh im Bett so ein richtiges Brandloch, tatsächlich. Ja. Ich war so abhängig, dass ich vor den Geschäften gewartet habe, bis die Leute beim Reingehen ihre Kippe weggeschmissen haben, um die aufzuheben und weiterzurauchen. Es hat mir meine Würde genommen. Und einige von euch wissen, wovon ich rede, die in Abhängigkeiten gewesen sind. Der Teufel nimmt dir deine Würde.
Er zerstört alles. Aber im Oktober 1981 habe ich den Dienstherrn gewechselt. Ich kann nicht alles erzählen, dauert zu lang. Das könnt ihr gerne nachlesen auf der Webseite oder in den Heften. So. Ich habe den Dienstherrn gewechselt und bis heute habe ich diese Entscheidung niemals bereut. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich gehe jetzt 40 Jahre mit dem Herrn. Es werden im Oktober 40 Jahre. 40 Jahre mit dem Herrn. Er ist so, so gut. Er ist ein Gott voller Güte und Gnade, jeden Tag neu. Er hat mein Leben mit Freude gefüllt, mit Hoffnung. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wenn ich Angst habe, hat er keine Angst. Und wenn ich falle, hebt er mich auf. Er hat mich von der Straße geholt, er hat meine Würde wiederhergestellt. Er hat aus einem abgeschriebenen Versager einen Mann Gottes gemacht, der heute anderen Menschen dienen darf, damit auch ihr Leben in Ordnung kommt, damit auch sie diese vergebende Gnade und Liebe Gottes erleben können. Moment, geht gleich weiter. Ich bin einfach dankbar, ihr Lieben. Ich gehe morgens zur Arbeit, ja, in Bautzen. Und auf der anderen Straße, also anderen Stadtteil, da macht gerade das Obdachlosenheim zu. Die Obdachlosen müssen früh die Unterkunft verlassen. Und dann kommen sie mir entgegen, während ich ins Büro gehe. Und was ich mir nicht jeden Morgen, aber fast jeden Tag dann entgegenkommt, ist meine alte Vergangenheit. Ich müsste eigentlich in diesem Haufen mitlaufen. Ich bin nicht hoch, das ist nicht von oben. Ich habe Barmherzigkeit für sie. Ich müsste in diesem Haufen mitlaufen. Leute, ich bin sowas von bewegt immer wieder, wenn ich daran denke, was Gott aus meinem Leben gemacht hat, in dem Augenblick, wo ich anfing, die richtige Wahl zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich mache jetzt weiter hier. Er hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Und weil Christus auch in ihr lebt, habe ich durch sie viel Ermutigung erfahren, altes, negatives, hoffnungsloses Denken hinter mir zu lassen. Es gab zwei Szenen in unserer Ehe. Meine Frau ist total ruhig und sanftmütig. Wer sie kennt, der weiß das. Und es gab zwei Szenen in unserer Ehe, da stand meine Frau quer im Türraum und hat mich verwarnt. Und die Verwarnung war, weil ich immer noch in meinem negativen Minderwertigkeitsdenken unterwegs war. Ich kann nichts, ich bin nichts, zwei linke Hände, alles Daumen. Und irgendwann stand sie im Türraum und hat mich richtig verwarnt. Und hat gesagt, du hörst auf damit, weil das eine Lüge ist. Du musst diese Lüge nicht mehr glauben. Gott hat dich neu gemacht. Du hast ein neues Leben und Gott hat dich mit Zuversicht ausgestattet und du kannst auch dieses Regal gerade an die Wand bringen. Ihr Lieben, ich wünsche euch solche Ehepartner, wenn ihr startet, dass ihr euch gegenseitig ermutigt und nicht fertig macht. Er hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Er hat mich nicht danach behandelt, was ich verdiene, sondern hat seine Gnade überfließen lassen. Er hat mich nicht dazu angeleitet, zu tun, was falsch ist. Sondern, wenn es etwas zu verändern gab in meinem Leben, hat er mir das Wollen geschenkt und das Vollbringen. Er hat mir die Kraft gegeben, zu tun, was er gesagt hat. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm dienen, ohne Wenn und Aber. Er ist würdig, dass wir ihm jeden Tag Danke sagen für seine Güte und Treue, vor allem für seine Liebe zu uns. Er ist würdig, dass wir unser Leben niederlegen und mit ganzem Herzen und Verstand ihn zu lieben und ihm zu dienen, für ihn zu leben und wo es notwendig ist, auch für ihn zu sterben. Er ist würdig, dass er in unserem Leben und durch unser Leben persönlich sichtbar wird in dieser Welt. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, den eure Väter gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du kannst heute Morgen eine Wahl treffen.
Du kannst sie neu treffen, du hast sie vielleicht schon mal gewählt und du merkst, deine Beziehung zu Gott ist eingeschlafen. Es hat sich Schuld dazwischen geklemmt. Ich poste viel im Internet, ich bin da bei Facebook, Twitter, ich bin das volle Programm, weil ich sage, das Wort Gottes muss ins Internet. Ich habe vor kurzem, vor einiger Zeit mal ein Bild reingemacht von einem durchgeschnittenen Gartenschlauch. Ja. Der war so ein Stück rausgeschnitten und der eine Gartenschlauch war in der Mitte durchgetrennt. Und dann habe ich drunter geschrieben, was meint ihr, wo kommt noch Wasser an? Leute, es ist völlig egal, ob du so eine Lücke dazwischen hast oder nur durchgetrennt. Wenn der Segen von Gott nicht fließt, fließt er nicht. Es gibt an diesem Stand von Marburger Medien und auch dann bei den Seelsorgen so ein Heftchen hier. Dort kann man das lesen. Das wäre, wenn ich normal von Neuem beginnen könnte zum Beispiel. Und dann kann man ein Übergabegebet sprechen. Ihr könnt es mit den Mitarbeitern hier gemeinsam tun. Ich vermute mal die gelben Männer, oder? Ja. Und darüber hinaus alle anderen bekannten Persönlichkeiten hier. Ihr könnt euch die an sie wenden. Ich möchte euch einladen heute Morgen. Wir möchten euch einladen heute Morgen. Ja, im Superwahljahr. Lass dieses Jahr für dich zum Superwahljahr werden, indem du das Leben wählst. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Vater, für deine Liebe zu uns, für deine große Gnade und Güte, für deine Geduld und deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, Vater, für Jesus, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er diese Trennung aufgehoben hat, dass wir überhaupt wieder Vater sagen können. Und wir danken dir, Vater, für all das, was schon heil geworden ist, dass du unsere Würde wiederhergestellt hast, dass wir wieder aufrecht gehen können, dass wir uns freuen können an diesem Leben und auf die Ewigkeit. Vater, wir danken dir für all das, was du uns anbietest, indem wir zu dir kommen. Und ich bete auch, Heiliger Geist, dass du neu auf die Versammlung kommst, auf uns kommst, dass du auch jetzt noch, da wo du merkst, in deinem Herzen, es pocht, dass du, ja, du bist davor, eine Entscheidung zu treffen, triff sie heute, diese Entscheidung. Nicht wegen mir, nicht wegen der Veranstaltung. Um deines Lebens willen. Bei Josua heißt es, so achtet um eures Lebens, um eurer Seelen willen, genau darauf, den Herrn zu lieben. Um deines Lebens willen. Triff heute Morgen eine neue Wahl. Und danke, Herr, dass du uns dazu hilfst. Amen. Bis uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das was du willst geschehen, auf der Erde im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Gib uns das, was wir brauchen. Gib uns heute unser Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie immer du liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater,
bis ans Ende der Zeiten. Amen. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Alle singen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag. Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang, der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dankeschön. Warten wir auf den Prediger. Sei geschlürfen, hier vorne. Hab's gesehen. So, ihr Lieben. Jetzt gehen wir wieder in den Alltag zurück, von dem Berg in die Niederung des Alltags. Was uns begleitet ist, egal wo wir sind, die Gegenwart Gottes und sein Segen. Lasst uns aufstehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er erfülle dich mit seinem Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Lieber Jürgen Werth, wir möchten uns, kommst du hierher? Wir gehen noch mal einfach in die Ecke. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass du angereist bist hier ins Erzgebirge. Ich hoffe, du nimmst ein volles Herz mit nach Hause auch. Und das ist ein kleines Dankeschön von uns. Und hier ist noch mal ein kleiner Gruß auch der Marburger Medien. Danke. Patrick, auch für dich noch ein Gruß der Marburger Medien und herzliches Dankeschön. Und jetzt übergebe ich an unseren wundervollen Projektchor.